Ja, seit 10 Meisterschaftsspielen sind die Rapidler ungeschlagen. Peter Schöttl, was spricht dafür, dass das heute nach dem 11. auch so ist? Ja, was spricht dafür? Wir sind selbstbewusst. Wir haben, wie Sie richtig gesagt haben, diese 10 Spiele lang nicht verloren. Das gibt Selbstvertrauen, auch wenn natürlich viel zu viele Unentschieden dabei waren, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben uns gut auf dieses Spiel vorbereitet. Wir haben schon ein Spiel in den Beinen. Wenn auch unter anderen Verhältnissen, wie es heute ist. Und wir wissen aber, dass mit der Austria ein starker Gegner wartet, aber wir sind selbstbewusst genug, dass wir uns da heute auch einen Sieg zutrauen. Ein Gegner, der sich in der Winterpause verändert hat, am Spielersektor, am Trainersektor. Wie schätzen Sie die Austria für heute Abend ein? Auf alle Fälle anders wie noch im Herbst. Das hat man auch in der ersten Partie schon gesehen. Austria dürfte in der Vorbereitung wirklich großen Wert auf die Defensivarbeit gelegt haben, was auch irgendwo logisch ist, dass sie die zweitmeisten Gegentore im Herbst bekommen haben. Und sie sind mit einem Erfolgserlebnis ins Frühjahr gestartet. Das tut auch gut und deswegen erwarte ich mir ganz eine enge, spannende Partie. Worauf wird Ihre Mannschaft Wert legen? Was haben Sie denen mitgegeben am Weg? Sie spielen mit der berühmt-berüchtigten mittlerweile Flügelzange, mit Drahtzahn, mit Trimbel und mit Thomas Parker. Ist der schon wieder ganz fit? Ja, sonst hätte man nicht aufgestellt. Er hat einige Trainingseinheiten einfach versäumt, weil er einen Weisheitszahn gerissen bekommen hat. Aber er hat die letzten Tage tadellos trainiert und deswegen ist er dabei. Und die Flügelzange, die soll über die Außen, wie immer, wie gewohnt, Volldruck erzeugen? Das ist der Plan, aber wir haben auch andere Waffen, nicht nur die Flügelzange. Ja, eine dieser Waffen sind ja auch die Standards. Thomas Hickersberger ist der einer, der lässt da immer wieder mal im Training ein paar Tricks an seine Spieler weiter. Ist heute was im Köcher? Ja, also wir überlegen uns vor jeder Partie etwas und sollte aber jetzt nicht der Fokus nur auf diese Freistoßsachen gelegt werden, weil sonst gibt es ein böses Erwachen. Am einfachsten ist immer noch, der Steff schießt den Freistoß über die Mauer ins Tor. Sie wirken so ruhig, so locker. Wie sieht es denn wirklich in Ihnen aus vor diesem 300. Derby? Ich bin heute wirklich sehr, sehr optimistisch. Es geht mir wirklich gut. Für uns eine ganz wichtige Partie, weil wir wirklich die Möglichkeit hätten, uns von der Austria ein bisschen abzusetzen. Ja, es geht uns auf alle Fälle besser wie vor einem halben Jahr, wo noch sehr vieles neu war. Jetzt spielt eigentlich die Mannschaft, die gegen Ende des Herbstes auch dafür verantwortlich war, dass wir Winterkönig geworden sind. Und deswegen, glaube ich, können wir schon optimistisch sein. Danke. Peter Schöttl, ganz ruhig und gelassen vor diesem 300. Wiener Derby. Wir haben die Aufstellung gesehen. Lukas Königshofer also wieder im Tor. Sein Vertrag wurde verlängert bis 2014. Jan Novota hat ja noch einen Vertrag. Hans Gackel, was ist das für ein Zeichen für Helge Beier? Ein schlechtes Zeichen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so weitergeht mit Königshofer. Ich dachte, dass der Helge Beier wieder ins Tor kommt. Der Schöttl hat sich entschieden für den Königshofer. Das heißt, er ist die Nummer 1 und das ist kein gutes Zeichen für Helge Beier. Ja, für Lukas Königshofer ist es heute auch hier die Premiere im Happelstadion. 30.000 werden da sein. Harry, wie kann man sich diese Sekunden, diese letzten Sekunden vor dem Derby in der Kabine vorstellen? Wie war das bei Ihnen? Wer hat da das Wort ergriffen? Der Kapitän oder der Tor, der Goalgetter? Ich bin Harry bei die Haare gerissen und habe gesagt, schau, dass du gut hast gespielt und habe ihm ein Watschen gegeben, dann hat er immer super gespielt. Dass ich relativ leicht hat, weil ich sehr lange Haare gehabt habe und der hat immer kurze gehabt, also habe ich diese Möglichkeit nicht gehabt. Aber die Anspannung groß, nehme ich an. Ja, natürlich. Also jeder, das ist die berühmte Wettkampfnervosität, die muss man haben. Jedes Mal, wenn er rauskommt. Wer keine Wettkampfnervosität, die gute, die positive hat, das ist kein guter Fußballer, das ist in allen Bereichen so, in der Musik, im Sport, das gehört so. Tja, im Prater blühen zwar noch keine Bäume und auch keine Veilchen, aber der Rasen ist grün, dementsprechend gut bespielbar. Auch ein Dank an die Witterung, die sich in der Bundeshauptstadt in den letzten Stunden normalisiert hat. In diesem Sinne willkommen zu einem Fußballspiel, das niemand in Wien, mal abgesehen von Sportclub oder Vienna-Fans, normal findet. Derby-Ausgabe 3-0-0. Ein Heimspiel für Rapid, ein Heimspiel, das die Rapid-Fangemeinde ungern in diesem Stadion sieht. Aber ganz ehrlich, einige aus dieser Fangemeinde sind ja dafür verantwortlich, dass hier gespielt werden muss. Meine Damen und Herren,
Peter Schöttl hat zwei Umstellungen vorgenommen gegenüber dem 0:0 in Wiener Neustadt. Thomas Prager, die Weisheitszähne sind weg, er ist wieder fit, kehrt ins Mittelfeld zurück anstelle von Prokopitz. Kein Wunder, neunmal stand Prager in dieser Saison in der Startelf, neunmal hat Rapid nicht verloren. Christopher Trimmel ist auch wieder gesund, nimmt den Platz von Deni Aller rechts im Mittelfeld ein. Und der letzte, bis dato letzte Derby-Torschütze, Guido Burgstaller, hat beim 1:1 in Favoriten getroffen. Auch heute die Solo-Spitze. Rapid ganz in Grün, sehr gemächlich, ebenso wie Peter Schöttl gesprochen hat, auf dem Weg raus auf das Grün des Happelstadions. Die Rapidler sind Heimschläfer, die durften nach dem Abschlusstraining gestern Abend nach Hause. Die Austria war wie schon vor dem Frühjahrsauftakt gegen Ried sozusagen kaserniert in einem Hotel zusammengezogen. A never change a winning sleep. Und wenn alle davon gesprochen haben, 0-0, ein Fehlstart von Rapid in dieses Frühjahr in Wiener Neustadt. Es war zum ersten Mal seit 3 Jahren, dass Rapid im ersten Frühjahrsspiel nicht verloren hat. So viel zu dieser Ausgangsposition. Rapid kann mit einem Sieg 5 Punkte zwischen sich selbst und den Erzrivalen legen. Die Austria wiederum mit einem Sieg Rapid in der Tabelle überholen und von der Spitze stürzen. Die Stimmung ist deswegen nicht so toll, weil ein großer Teil der Rapid-Hardcore-Fans angekündigt hat, hier keinen Support zu liefern. Irgendwie paradox, finden Sie nicht? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 300. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria. Und wir freuen uns, dass Sie mit dabei. Also Feuerwerk jetzt schon auf dem Spielfeld. Thomas Einwaller, der Herr Revisor aus Tirol, der leider am Saisonende mit nur 35 Jahren sein Pfeiferl an die Wand hängen wird, leitet zum 3. Mal ein Wiener Gipfeltreffen. Assistiert wird er dabei von Walter Altmann und Gregor Dandler. Tiroler Power in der Bundeshauptstadt. Die Austria mit nur einer Umstellung gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen Ried in Runde 1. Thomas Schion, der einzige Derby-Torschütze der Violetten im heutigen Kader, ersetzt Marko Stankovic auf der laut Ivica Vastić offensivsten Position im Fünfer-Mittelfeld. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass das ein 4-4-2 wird. Unter Karl Dachsbacher war die große Frage, immer Suttner oder Leo Watz. Bei Ivica Vastić heißt es zum 2. Mal am Stück, beide spielen. Und Emir Dilava bleibt rechts in der Viererkette. Florian Klein nach abgesessener Sperre zwar wieder spielberechtigt, aber er war in der Endphase der Vorbereitung krank und sitzt deshalb heute nur auf der Bank. Dort hat ja Roland Linz wieder mal keinen Platz angefunden. Roman Kienast gibt die Speerspitze. 6 Derbys hat er für Rapid gespielt. Maximale Einsatzzeit dabei allerdings 14 Minuten. Auf geht's an die Arbeit, meine Herren. Rapid in Grün in der ersten Hälfte von links nach rechts. 10 Spiele, also Rapid in der Liga ungeschlagen, 7 Heimspiele ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage gab es, ja, unter Anführungszeichen, auch hier in diesem Stadion, dieses 0:3 gegen die Austria bei sommerlichen Temperaturen. Mario Sonnleitner mal etwas vorsichtig, während Michael Schimpelsberger da rechts schon aufzieht. Der soll dafür sorgen, dass Rapid über die rechte Seite Druck machen kann im Verein mit Trimmel und auch Drahtzahn, die sehr oft rochieren werden. In der Anfangsphase sogar schon Drahtzahn auf der rechten Seite.
Markus Häkkinen. Zaghaftes Vorchecking von Jon reicht aus, dass Rapid den Ball wieder von ganz hinten rund spielt. Katzer wieder auf Sonnleitner. Wer fühlt sich jetzt mal für die Spieleröffnung zuständig? Sonnleitner nicht. Harry Pichler, der im Gegensatz zu Charlie Leitner bald mal seinen 50er feiern wird. Pichler heute in seinem 49. Bundesligaspiel. Und jetzt kommt die Spieleröffnung, da war der Tempowechsel in Ordnung, allerdings der finale Pass von Hofmann wurde abgefangen und wir haben den ersten angeschlagenen Spieler dieses Derbys, der trägt grün und heißt Guido Burgstaller. Aber denke ich, kein allzu unfaires Einsteigen da von Georg Magreiter, aber das zeigt schon, dass die Austria bemüht ist, sehr nah dran am Gegenspieler zu stehen. Das allerdings war das erste Foul des Spiels und das war ein ganz und gar nicht schönes. Begangen von Marin Leowatz. Und im ersten Moment hatte ich den Eindruck, Thomas Einwalder zieht da auch gleich gelb. Wäre vertretbar gewesen. Also offensichtlich hat Leowatz auch den Auftrag, da seinem direkten Gegenspieler zu folgen, egal über welchen Flügel der kommt. Erste Ecke. Rapid, wenn in letzter Zeit, dann aus Standards gefährlich. 7 von 13 Torschüssen im Spiel gegen Wiener Neustadt haben die Grün-Weißen nach ruhenden Bällen abgefeiert. Leider sind da wieder ein paar Lustige mit einem Laserpointer unterwegs. Der ist zwar grün, wird aber sicherlich nicht von einem grünen Fan hier bedient. Hofmanns Ecke, gut. Nicht gut genug für Georg Magreiter. Ja, seine Rückkehr ins Team hat die Austria defensiv wirklich stabilisiert. Magreiter, Ortlechner mittlerweile ein absolutes Top-Innenverteidigerpaar. Zweite Ecke, Hofmann folgt zugleich. Diesmal eine andere Variante. Und jetzt geht es außenrum. Es geht aber nicht so schnell außenrum. Trotzdem hat Heinz Lindner da so seine Probleme. War keine schlechte Variante, die Rapid uns hier gezeigt hat. So was kann man ja im Training einstudieren. War dann nicht einfach für Lindner, denn der konnte ja nicht wissen, ob Trimmel da noch an diesen Flankenball rankommt. So, es gibt den Freistoß. Thomas Einwalder hat noch kurz abgewartet, ob sich da eine Vorteilssituation für Rapid ergibt. Dem war nicht so. Ja, wieder interessant gespielt mit diesem Lob. Die Flanke von Katzer wird allerdings verhindert von, ja klar, von Georg Magreiter, der auffälligste Austrianer in diesen ersten knapp 5 Minuten. Gutes Tackling diesmal. Rapid bleibt da wie ein Einwurf in Ballbesitz, da wird es dann allerdings doch etwas zu eng. Ja, Roman Kinost hat zumindest bei diesem Tackling schon gezeigt, dass er durchaus gewillt ist, auch Defensivarbeit zu verrichten. Das war schon bei seinem ersten Auftritt in Violett vor einer Woche gegen die Rieder so. Auch das unterscheidet ihn von einem Roland Linz. Die Entscheidung, Einwurf Austria geht in Ordnung, da war Trimmel zuletzt am Ball. Rapid beginnt sehr forsch in diesem Derby, versucht die Austria früh unter Druck zu setzen, versucht das Tempo zu bestimmen und hat in dieser Anfangsphase auch fast 70% Ballbesitz.
Wieder die Balleroberung schon an der Mittellinie. Drazan. Ja, Idee gut. Wollte da den in die Mitte schneidenden Trimble einsetzen. Das war das erste Foul eines Rapidspielers am heutigen Abend. Ja, technische Probleme bei den Violetten, in diesem Fall bei Michael Lindl. Allerdings war der Pass auch nicht gut gespielt von Marc Reiter. Die Austria hat große Schwierigkeiten reinzufinden in dieses Derby. Da mal mit dem langen Pass, auch das haben wir gegen Ried schon öfter gesehen. Der Spielstil der Austria hat sich auch mit dem Trainerwechsel ein wenig gewandelt. Da wird der Abschlag von Königshofer zur Vorlage für Hofmann. Und dann kommt Trimmel über den linken Flügel, hat den Ball auf seinem stärkeren rechten Fuß. Allerdings konnte er mit diesem angedeuteten Torschuss nichts ausrichten. Gutes Tackling, faires Tackling war das von Markus Suttner. Schimpelsberger mal auf Verdacht, aber da war eigentlich kein Mitspieler im gegnerischen Strafraum. Jetzt gibt es auch richtigen Support fast von allen Rapid-Fans im Stadion und deswegen wird es hier auch schon ein wenig lauter. Suttner Querpass, gut aufgepasst hat der Sonnleitner. Vom Rochieren bei Drazan und Trimmel noch nicht viel zu sehen. Weiterhin Drazan über rechts, Trimmel über links. Deshalb auch bei der Austria Gorgon links und Leowatz rechts. Ja, Fußball ist auch ein Strategiespiel. Da kommt die Abseitsentscheidung. Guido Burgstaller da im Grenzbereich unterwegs, das war ziemlich knapp. Aber Walter Altmann hat da nicht lange gezögert und er hat recht. Und Heinz Lindner hat Zeit, hat natürlich auch gespürt, in diesen ersten Minuten, dass Rapid versucht Druck zu machen, allerdings nimmt er mit so einem Abschlag mit dem Freistoß da von hinten raus ins Seiten aus den Druck nicht wirklich von seiner Mannschaft. Das Stückwerk, was Violett hier in der Anfangsphase zu bieten hat, da wollte die Mannschaft mal Tempo aufnehmen, konnte es aber nicht kontrolliert. Und das kann dem neuen Cheftrainer, der nur 2,5 Jahre gebraucht hat, nach dem Ende seiner Spielerkarriere, um Bundesliga-Trainer zu werden, nicht gefallen. Thomas John bekommt den Freistoß zurecht. Und vielleicht geht jetzt bei der Austria mal was via Standard. Da ist der entscheidende Moment, wo ihm Harry Pichler auf den Fuß steigt. Thomas Einwaller unmittelbar dran am Geschehen. Lukas Königshofer, der
Kindesjahr auch mal im Austria-Nachwuchs unterwegs war. Und jetzt wollen wir die Geschichte der sogenannten Überläufer auch wirklich ruhen lassen. Freistoß Lindl, der ist zu kurz. Das Zweikampfverhalten von Sonnleitner. Kiel ist relativ weit zurückgezogen, versucht sich da immer dann im Rücken der Rapid-Defensivspieler nach vorne zu schleichen. Und da hat Sonnleitner jetzt seinen Torhüter ganz schön ausprobiert. Abseitsentscheidung auf der anderen Seite, Egalité, was das betrifft. Die Austria lässt Rapid bis zur Mittellinie gewähren, versucht dann dort erst zu attackieren und das gibt den Grünen immer wieder die Chance, hier mit zwei, drei Pässen bis rund 20 Meter vor des Gegners Kasten zu kommen. Schläger, Suttner über Burgstaller, nichts passiert für die Austria, hätte was passieren können. Starker Einsatz von Häkkinen und dann Trimmel, jetzt kommt er mal über die rechte Seite, dort hat er offenbar auch mehr Spaß, wird gedoppelt und es kommt ihm keiner entgegen, aber dann sieht er Hofmann und der vertändelt da den Ball im Zweikampf. Dann die ersten Derby-Freundschaften geknüpft. James Holland, willkommen in Prater. Ja, der Australier, einer, der völlig unbelastet in so ein Derby gehen kann. Und da hat er von Trimmel eine ordentliche ausgefasst. Also der Freistoß geht in Ordnung. Auch wenn Trimmel da keine Absicht unterstelle, der wollte den Ball spielen, konnte aber letztlich nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wieder Freistoß nach einer Attacke von Pichler an Thomas Jun. Aber da schien mir Jun auf den ersten Blick doch etwas sehr leicht zu Boden zu gehen. Vor allem ist es er, der mit dem linken Arm hier an Pichler arbeitet und nicht umgekehrt. Nein, Fehlentscheidung. Aber Tatsachenentscheidung, Freistoß Austria. Ja, was für einen Rechtsfuß, also für Alexander Gorgon. Der macht es auch und bringt den Ball nur 9 Meter 15 Zentimeter weit. Wirklich, einmal steil zu steil. Wenn man eine Viertelstunde absolviert, die Austria noch ohne ernsthaften Torschuss, allerdings das gilt auch für den Gegner. Obwohl dieser eine Ball, an den Trimmel da mit dem Kopf nicht mehr rangekommen ist, für Heinz Lindner tückisch war. Apropos Trimmel, bringt den Ball da in den Strafraum, allerdings nicht zum Mitspieler. Jetzt mal etwas mehr Raum für die Austria und dann so eine Eröffnung, aber mit einem Roman Kienast vorne kann man das schon mal probieren. Der kann diesen sogenannten Targetman wirklich erstklassig spielen, ablegen, vorne den Ball verteidigen. In diesem Fall konnte er es nicht.
das Bein von Thomas Prager hat auch fast durchgesteckt. Auch diese Entscheidung ist nachvollziehbar. Zieht zum Glück noch ein wenig zurück, das hätte sonst für Holland noch böse Folgen haben können. Da wird Margreiter nicht attackiert, kann damit da unbehelligt mit dem Ball laufen. Kien erstmal über den Flügel. Und dann kompromisslos der Einsatz von Michael Schimpelsberger. Und der Konter läuft und der läuft gut. Erste wirklich dicke Gelegenheit für Rapid in diesem Derby. James Holland zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber da hat Rapid mit zwei Passbällen nahezu das gesamte Mittelfeld überbrückt. Als Belohnung gibt es Eckstoß Nummer 3. Der wird wie die ersten beiden von dieser Eckfahne von Steffen Hofmann ausgeführt. Variante Pichler da an der ersten Stange, nochmal Hofmann versucht es direkt, wird geblockt. Der Austria kommt dann blitzschnell hinten raus. Vielleicht zu schnell, kein gutes Stellungsspiel von Leo Watz. Daher konnte Burgstaller hier praktisch ungehindert flanken. Leider nicht sehen, aber Ivo Vastic immer noch mit einer perfekten Ballannahme und Weiterleiten des Spielgerätes, also verlernt hat er noch nichts. Als Trainer war er immerhin auch schon zweimal Meister, auch wenn es nur in der Regionalliga war, aber immerhin mit Waidhofen und mit den Austria Amateuren, so ein Titel-Hattrick wäre doch was für alle Violetten. Wieder hat Thomas Einwalder richtigerweise hier gewartet, ob es ein Vorteil wird, wurde keiner und daher nachträglich auf Freistoß für Rapid entschieden. Und am gefährlichsten war Rapid in Wiener Neustadt nach Freistößen von Steffen Hofmann. Weit zum Tor gezogen, aber wieder gut reagiert von Margreiter. Und dann in diesem Fall auch gutes Stellungsspiel von Suttner, allerdings mit Folgen. Aufgepasst, Mario Sonnleitner gegen Markus Suttner. Ja, Sonnleitner mit fairem Einsatz, aber da war es wieder mal das Zusammentreffen zweier Eisenschädel. Sonnleitner hat das ohne Cut überstanden, Suttner nicht. Und von solchen Zusammenstößen weiß leider ja auch Oliver Glasner ein Liedchen zu singen. Also die Austria temporär mal mit einem Spieler weniger. Leo Watz hat jetzt die Position von Suttner eingenommen. Das wird ihm keine großen Probleme bereiten, denn die meisten Bundesliga-Einsätze hatte der gebürtige Kroate ja auf dieser Position. Suttner ist verarztet und möchte zurück ins Spiel.
Thomas Einwaller hat das noch nicht registriert. Jetzt muss mal der vierte Offizielle, Harald Lechner, das ganz genau überprüfen, ob dieser Turban auch richtig sitzt. Er sitzt. Das Carsten Janker Memorial hat begonnen. Auch diesmal die Abseitsentscheidung richtig. Die war auch schon etwas deutlicher als die erste gegen Burgstaller in diesem Spiel. Befreiungsschlag wird beinahe noch eine Torchance für Rapid. Jörg Magreiter, der vor allem mit Anweisungen auch an Emir Diller war, in solchen Situationen etwas näher ins Zentrum zu rücken. Aber die Austria Viererkette richtig schön gestretched. Jetzt bekommt sie den Freistoß. Und jetzt haben wir auch die papiermäßige Formation in diesem Derby. Trimmel über rechts. Gegen Leowatz, auf der anderen Seite Drazan, auf links gegen Gorgon. Der im Übrigen, Gorgon nämlich Doppeltorschütze beim 2-0 gegen Ried, in diesem Spiel mit Ausnahme seines verunglückten Freistoßes noch nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Hofmann hat sich den Ball etwas zu weit vorgelegt, allerdings auch in Bedrängnis. Lindl. Ja, Gorgon, der gegen Schimpelsberger keinen Stich gemacht hat, gegen Katzer bekommt er den Ball zurückgeschenkt. Jun. Geht mal nicht zu Boden, der Versuch des Doppelpasses scheitert da eher kläglich. Lindl, der Mann für den Diagonalpass, wenn er den Ball am Fuß hat. Diesmal war es auch schwierig, weil er direkt spielen wollte. Kein großer Vorwurf. Wie ich vorhin gesagt, Fußball ist auch ein Strategiespiel. Nach dieser überfallsartigen Rapid-Anfangsphase haben wir mittlerweile nahezu eine Patzstellung. Das Ganze erinnert ein wenig an ein Schachbrett. Wie war das mit dem Seitenwechsel? Wir haben Tritan Brownlee gesehen, den Assistenztrainer von Peter Schöttl, der ja einen in kurzen Hosen braucht, jedes Team bei einem Derby. Auf der Bank vor allem. Und der Mann ist ja ein Vulkan. Jetzt versucht er hier mal wirklich positive Energie loszuwerden.
diesem Quergeschiebe sorgt Rapid dafür, dass die Ballbesitzstatistik wieder etwas deutlicher zugunsten der unter Anführungszeichen Heimmannschaft in diesem Derby spricht. Da ist übrigens der andere in kurzen Hosen wie gewohnt, Franz Gruber, zweiter von rechts, seines Zeichens Torhütertrainer der Austria und der einzig Überlebende, wenn ich das so formulieren darf, des Herbsttrainerteams. Es ist kein gutes Derby, jetzt da 27 Minuten gespielt sind, lasse ich mich mal zu dieser Aussage reißen. Irgendwie scheint der Respekt sehr groß zu sein. Rapid sicherlich das ambitioniertere Team dieser knappen ersten halben Stunde, aber auch da mit derartigen Patzern jetzt fast nicht mal dieses Querspiel mehr funktioniert, wie soll es dann nach vorne gehen? Und die Austria, habe ich den Eindruck, die weiß überhaupt noch nicht so richtig, was sie da unten auf dem Spielfeld anstellen soll. Katzer ohne Schnörkel. Und wieder mal Markreiter, Zweikampfsieger, der hat erst ein direktes Duell Mann gegen Mann in diesem Spiel verloren. Thomas Prager, der da kurz herumgegondelt ist mit der schwächsten Zweikampfbilanz aller Rapid-Spieler, der hat erst einen Zweikampf gewonnen. Immerhin von mittlerweile schon 8 Bestrittenen. Da war viel die Rede im Vorfeld, dass Ivo Vastics Co-Trainer Manfred Schmidt ja die Gedankengänge des Rapid-Trainers Peter Schöttl in- und auswendig kennt. Lange genug haben die beiden gemeinsam in Wiener Neustadt gearbeitet. Allerdings hat man bisher nicht den Eindruck, dass die Austria genau weiß, was sie gegen Rapid zu tun hat. Burgstaller hat viel Zeit hier zu flanken, die Flanke gerät ein wenig zu kurz, Markreiter wieder mal mit der Birne dran. Leo Watz schon starten, dann musste er abbrechen, zurücklaufen und dann kann er diesen sehr scharf gespielten Pass von Lindl nicht annehmen. Naja, Marin Leo Watz als Linksverteidiger war er für seine Flankenläufe bekannt, berühmt und gefürchtet. Als linker Flügelspieler kann er sich da irgendwie nicht so wirklich in Szene setzen. Vielleicht jetzt wird es eng für Kienast, zu eng. Dann Ortlechner mit dem Schubser im Kapitänsduell. Der Schuldige für diesen Pfiff ist schnell gefunden. Der Austria-Kapitän war da mit dem Wink des Schiedsrichterassistenten nicht so einverstanden. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Rapid mit dem Standardresultat der letzten Zeit. Schon gegen Ende der Herbstsaison war das 0-0 Mode. Daran hat sich ja in der ersten Frühjahrsrunde auch nichts geändert. Die neue Devise bei der Austria heißt ja hinten keinen mehr reinlassen, nachdem die Mannschaft im Herbst die zweitmeisten Treffer aller 10 Bundesliga-Clubs kassiert hat. Also auch so gesehen geht diese Nullnummer für die Gastmannschaft hier in Ordnung. Christopher Drazan, der sehr unauffällig war in der ersten halben Stunde, mit den wenigsten Ballkontakten aller Rapid-Kicker, jetzt hat er es gerade mal auf 10 gebracht, holt den 4. Eckstoß für Rapid raus. Die Austria hatte noch keinen Corner. Viel Betrieb im Torraum. Rush Hour
Verkehrspolizist Einwaller sorgt da für klare Verhältnisse. Hofmanns Ecke, gut. Der Austria wieder mit der Kopfabwehr und dann Thomas Prager mit der besten Schussmöglichkeit im bisherigen Spielverlauf. Diesmal nicht Ortlechner, sondern Holland, der den Ball da unter Anführungszeichen klärt, ihn allerdings einschussgerecht für Prager serviert und der schießt die Kugel in den freien gelben Sektor. Glück für Alexander Gorgon, allerdings hat er das Glück dabei wohl überreizt. Einwurf Rapid. Holland mal mit dem Versuch, da offensiv was beizutragen. Das macht Pichler, macht das ganz abgebrüht und holt den Einwurf für sein Team raus. Gibt es doch tatsächlich den ersten Eckstoß für die Austria. 34 Minuten hat es gedauert. Michael Lindl mit Giftschüberl und auch giftig bei der Ecke. Jein. Mit starkem Spiel gegen den Ball. Ja, einer der Gewinner dieser Saison, was den SK Rapid betrifft. Nicht nur wegen seiner 4 Treffer und 3 Torvorlagen. 8-mal hat er schon durchgespielt in dieser Spielzeit, öfter als in seiner ganzen Karriere vor der Saison 11-12. Chinas da auf feines Füßchen. Gorgon wieder mal gegen Katzer, lässt sich aber nicht auf das 1 gegen 1 ein und das war vielleicht nicht die beste Idee. Austria bleibt dran mit Holland. Leowatz, gut gemeinte Direktvorlage, wird zu einem Torabstoß für Rapid. Volles Risiko von Leowatz, aber der Ball reißt ihn ordentlich ab. Keine Chance mehr für Chinas da noch ranzukommen. Suttner, jetzt kommt noch mal Jun über die Flügelposition, aber Drazan macht das stark. Jetzt pfeift Thomas Einwaller und dann könnte er eigentlich auch zu Gelb greifen. Das war so ein klares taktisches Foul an Christopher Drazan. Aber der Tiroler noch einsichtig und Suttner hier im Glück. Starkes Zweikampfverhalten von Drazan. Und da
die liebevolle Umarmung. Allerdings blieb ja Drazan auch im Ballbesitz, also so schlimm war die Sache dann doch nicht. Hofmann, mal ansatzlos, warum denn nicht? Nächster Eckstoß für Rapid, der erste von der rechten Seite. Also jetzt wird Hofmann mit dem Outswinger versuchen. Das hat nichts mit dubiosen Nachtlokalen zu tun. Das wird ein Ball, der sich vom Tor wegdreht und gut dreht. Mario Sonnleitner mit dem Kopf dran, konnte allerdings nicht mehr Druck auf den Ball bringen. Hat sich da geschickt gelöst, geht im Sandwich zwischen Dillerer und Holland da in die Höhe. Boah, was macht der Bichler da mit Königshofer? Die beiden strapazieren das Nervenkostüm von Trainer Schöttl und von etlichen Rapid-Fans. Die Passbälle von Hofmann kommen nicht so an, wie sich der Rapid-Kapitän wünscht, wie man es an und für sich von ihm gewohnt ist. Aber Grün-Weiß macht mit starkem Zweikampfverhalten vieles wieder gut. Vor allem Michael Schimpelsberger, der hat eine brenngute Zweikampfbilanz. 8 von 10 direkten Duellen hat er für sich entschieden. Und das nochmal das gewagte Spielchen. Königshofer Pichler, Thomas Jun war da offenbar zu überrascht, um in diesem Streit der glückliche Dritte zu werden. Ja, die Austria wagt sich jetzt doch in den letzten Minuten etwas mehr aus der Igelstellung, hat da vorne mehr Anspielstationen als in den ersten 25 Minuten. Sorgt dafür auch, dass Rapid mit dem Verschieben in der Viererkette immer wieder etwas mehr Raum lässt für einen violetten Flügelspieler. In diesem Fall war es Gorgon, der damit allerdings nichts anfangen konnte. Auf Holland. Der Pressball wird hier noch zur Vorlage für Gorgon, aber der kommt wieder mal an Markus Katzer nicht vorbei. Jetzt geht es mal spektakulär. Da zögert Königshofer, das ist glaube ich auch richtig so, dass er da nicht gegen Kinas rauskommt. Also die Austria mal mit etwas weniger Berechenbarem, mit einem kleinen Kunststückchen und schon war etwas Torgefahr gegeben. So geht's auch wieder Kerzlein und wieder vertändelt der Hofmann den Ball. Vorteil, Jun. So, jetzt mal zwei Austria-Angreifer im gegnerischen Strafraum. Keiner von beiden kommt ran. Und jetzt gibt es mit leichter Verzögerung Gelb. Und das ist, denke ich, auch richtig so. Das war ein Mordseinsteigen von Schimpelsberger zuvor. Er sieht die erste gelbe Karte des Spiels, das ist seine 5. in dieser Saison und damit versäumt er das nicht wirklich unwichtige Auswärtsspiel morgen in einer Woche gegen Sturm Graz. Zweite Ecke Austria, Lindl, der war gut, aber da kam Magreiter trotz Kopfballstärke nicht wirklich ran. Rapid Konter davon Emir Dilawa verhindert.
Trimmel setzt sich da gegen Suttner durch. Die Belohnung, ein Einwurf für Rapid. Und immer wieder die Zeichen von Ivica Vastic. Hier setzt Schimpelsberger dieses Zeichen gegen Gorgon. Dafür gab es mit Verzögerung Gelb. Alles richtig gemacht von Thomas Einwaller. Vorteilsentscheidung und dann Achtung, bei der nächsten Spielunterbrechung. Rapid bedankt sich gezeigt. Bei 29.400 Besuchern. 29.400, die offizielle Besucherzahl, lautstark von Stadionsprecher Andi Marek verkündet. Das ist Saisonrekord. Vielleicht werden es noch ein paar mehr, denn es gab im Laufe dieser ersten Hälfte immer noch Menschen, die an den Ticketschaltern in der Schlange standen. Hofmanns Ecke. Ja, diesmal Katzer dran. Ja, und das hätte eigentlich das 1-0 für Rapid sein können. Wenn nicht sogar müssen. Udo Burgstaller hatte diese Möglichkeit. Ecke Nummer 7 folgt zugleich. Diese Outswinger von Hofmann, noch gefährlicher als jene, die er von der anderen Seite mit Effet Richtung Austria-Tor dreht. Wieder mit der Variante Pichler an der ersten Stange. Allerdings war der ganz schwierig zu nehmen für den Innenverteidiger. Das ist die Geschichte von vorhin. Burgstaller schießt eine Fahrkarte und nicht Rapid zur 1-0-Führung. Er hatte da keine gute Position zum Ball, war irgendwie völlig aus dem Gleichgewicht, als er zum Schuss angesetzt hat, und dementsprechend ist dieser Versuch dann auch ausgefallen. Wir sind in der letzten Minute der offiziellen Spielzeit von Hälfte 1. So wie es aussieht, wird pünktlich Schluss sein. Außer die Austria hat jetzt noch eine gelungene Offensividee. Dilawa. Flanke weit, wird er fast zum Torschuss. Aber auch das bezeichnend für diese Partie, dass der Kollege Zufall hier noch für einen Aufreger in dieser ersten Hälfte sorgt. Teamchef natürlich auch da, aber ich glaube auch Marcel Koller hat es nicht vom Sitz gerissen. Ein schwaches 300. Wiener Derby geht mit einem 0-0 in die Pause. Ich möchte schon sagen, da war auf dem Spielfeld ungefähr so viel Emotion wie in den beiden Coaching-Zonen. Rapid, lange Zeit die aktivere Mannschaft, hat hier stark begonnen. Die Austria war 25 Minuten völlig ratlos, hat dann etwas mehr die Schleusen geöffnet, sich etwas mehr in die Offensive getraut. Daher auch Rapid dann etwas mehr beschäftigt. Aber die einzig wirklich glasklare Torchance hatte Guido Burgstaller. Eine weitere ganz gute Thomas Prager mit diesem Fernschuss weit über den Kasten. Wir sehen, liebe Zuschauer, schon eingeblendet die nackten Zahlen dieser ersten Hälfte. Da spricht vieles für Rapid, mit Ausnahme der Zweikämpfe. Ein Zweikämpfer mit Turban jetzt beim Interview. Ja, irgendwie wieder so eine Pattsituation, Markus Suttner, in einem Derby. Was muss passieren, dass was passiert? Ja, also ich glaube, das war jetzt einmal abtasten, und das waren beide Mannschaften, schauen einmal, dass sie kein Tor kriegen, aber ich glaube, dass wir zweite Halbzeit dann Gas geben und ein Tor machen. Ein Abtasten war es, sanft aber nicht, wenn man auf ihren Kopf sieht, interessante Kopfbedeckung nach dem Zusammenstoß mit Sonnleitner. Schädelbrummen oder geht's? Nein, es ist eigentlich gut, es ist nur aufgeplatzt. Ich habe gemerkt, dass ich blöd, deswegen habe ich mir einen Turban aufhauen müssen, und passt schon, geht schon weiter. Wie kommt die Austria besser ins Spiel? Ja, das werden wir jetzt in der Kabine analysieren und dann zweite Halbzeit besser machen. Vielleicht ein bisschen zu viel Respekt mit dem Spiel heute? Ja, Respekt glaube ich nicht, Rapid macht das auch nicht schlecht, und ja, wir werden zweite Halbzeit das besser machen und werden auch da machen. Bitte kurz vor der Pause in der 44. Minute durch Guido Burgstaller nach dieser Ecke, und das hätte Burgstaller eigentlich machen müssen, Hans. Ja, natürlich, aber trotzdem ist es eigentlich ja,
Ja, es ist sehr, sehr viel Verkehr im 16 Meter. Wenn man einen Ball trifft, ist natürlich ein Tor, aber es war schwierig auch. Ne? Es ist eine Verlängerung. Ja. Natürlich, das war vielleicht wirklich die einzig echte Torchance in den ganzen ersten 45 Minuten. Ja, warum ist überhaupt auf violetter Seite Fehlanzeige, Herring? Ja, wie schon gesagt, die Austria konzentriert sich fast nur auf die Defensive. Ist es so, dass es kaum einen Überraschungsmoment gibt, wenn sie mal in die Offensive gehen. Sie schauen nur, dass sie hinten zu null spielen und das kann natürlich zu wenig sein. Und ich hoffe nicht, dass es so weitergeht. Ich hoffe, dass irgendwer schnell ein Tor schießt, dass sich etwas ändert am Spiel. Aber wer, Hans Krankl? Wer wird schießen? Was erwarten Sie für die zweite Spielhälfte? Rapid war ganz wenig ambitionierter wie die Austria. Wenn ich mir die Austria anschaue, bin ich vielleicht der Meinung vom Herr, also wenn man sich den Roman Kinas, das ist ein absoluter Fremdkörper, der hat nicht einen Ball berührt. Der hat ein paar Pässe abgelegt nach hinten, der ist ein absoluter Fremdkörper und hat nicht den Funken einer Chance. Und auch bei Rapid, da spielt sich vorne nicht viel ab. Sie sind ein bisschen ambitionierter. Ich bin auch in Ehre seiner Meinung. Das Einzige, was dieses Spiel heute noch sehr, sehr interessant machen kann und packen, ist ein schnelles Tor. Ansonsten sicher schwarz. Auf das warten wir. In Kürze geht's los. Ich darf Ihnen noch das neue Bundesliga-Journal ans Herz legen mit vielen interessanten Geschichten, Facts, Statistiken und Fotos. Meine Herren, schon reingeschaut? Aber ich habe leider jetzt nur eins. Bitte brüderlich teilen. Reißen sind da mitten, also da. Keine Spannungen, aber bitte nicht an den Haaren reißen. Ja? Danke. Bitte, gern geschehen. Danke. Und jetzt geht's ab in die zweite Spielhälfte. Viel Vergnügen. Willkommen zurück im Ernst-Happel-Stadion. Rapid kommt mit der Startformation zurück aufs Spielfeld. Bei der Austria gibt's einen Wechsel. Florian Klein kommt zu seinem Frühjahrsdebüt. Alexander Gorgon wird nicht mehr mitwirken. Die Austria hat nur zwei Torschüsse in der ersten Hälfte abgelassen. Das ist Saison-Minus. Und überraschenderweise hat Ivo Vastic den Spieler ausgewechselt, der für diese beiden Torschüsse verantwortlich war. Ich habe noch zwei Quizfragen für Sie, liebe Fußballfreunde. Was haben Rudi Edlinger und Manfred Schmidt, der Austria-Co-Trainer, gemeinsam? Wenn Sie es wissen, rufen Sie mich bitte nicht an. Ich sage es Ihnen, beide haben übermorgen Geburtstag. Die zweite Hälfte läuft. Die zweite Quizfrage lautet, welcher unserer beiden Sky-Experten färbt die Haare? Richtige Antwort, Hans Krankl, Farbton Silber Metallisé. Ich will jetzt nicht die Phrase von es kann nur besser werden überstrapazieren, aber nach dieser ersten Hälfte ist eine Steigerung wohl logisch. Markus Suttner hat sie auf den Punkt gebracht. Einfach ein Tor schießen und dann gewinnen. Aber so wie die Austria offensiv agiert hat in der ersten Hälfte, ist das mit dem Torschießen wohl eine ziemlich schwierige Übung. Lukas Königshofer, sechstes Bundesligaspiel im Übrigen für den Filius von Roland Königshofer. Verloren hat der noch nicht. Etwas den Überblick verloren hat jetzt Emir Dilawa. Thomas Einwaller bittet den Rechtsverteidiger der Austria zum Gespräch. Der nimmt diese gelbe Karte mit einem positiven Signal zur Kenntnis. Ja, da war Drazan weg. Das Trikot ist reißfest. Das haben wir in der ersten Hälfte schon mal festgestellt. Freistoß für die Grünen. Natürlich ein Fall für Steffen Hofmann. Mitten rein ins Vergnügen. Na bitte, es ist schon besser als in der gesamten ersten Hälfte. Toller Kopfball von Trimmel, aber eine sensationelle Parade von Heinz Lindner. Der den Ball auch noch sehr spät sieht. Und jetzt hat der gute Heinzi mal gerechtfertigt, dass da auch einer drinnen steht im Kasten bei der Austria. Und wie?
der Schimpelsberger. Gewohnt, zweikampfstark. Aber dann ist bei Suttner Endstation. Ja, Suttner scheut da auch den Luftzweikampf nicht, trotz Turban. Und da gab es eine auf die Mütze von Christopher Trimmel, die im HD- und SD-Bild leider nicht erkennbar ist. Die können Sie nur in 3D sehen. Da hat der Zweikampf aber alles im Bereich des Regulären. Und da nochmal die bisher beste Torgelegenheit des Spiels. Heinz Lindner streckt sich fast auf den Tag genau 2 Jahren. Lindner mit seinem ersten Bundesligaspiel über 90 Minuten. Gegner damals, ja, keine Quizfrage, Rapid. Klein versucht es auch gegen Katzer. Die Erfolgsaussicht ungefähr so gering wie für Gorgon in Hälfte 1. War schon interessant, dass der Ivo Vastic mit Šimković und Stankovic, zwei Spieler auf der Bank hat, die genauso gut auf dem Flügel nach vorne operieren könnten. Er bringt den vielleicht etwas defensiv eingestellten Florian Klein, der wiederum, das darf ich auch noch mal betonen, mir als Flügelspieler besser gefällt als als Rechtsverteidiger. Burgstaller, jetzt hat er mal die Schussbahn und das ging ziemlich genau auf den Solarplexus von Georg Margreiter. Dem blieb da auch kurzfristig mal völlig die Luft weg. Der Spezialist bei der Austria für rausgeholte Freistöße. Klein da mit dem Kopf erfolgreich und dann Königshofer mit der guten alten Wolfgang Knaller Schule, wenn du da rauskommst, immer schön mit einem Knie voran. Hat Hofmann diesmal aus dem sogenannten Halbfeld auf Lager. Unvergessen eigentlich seine Freistöße von dort Richtung Elfmeterpunkt, wo dann 6-7 Spieler hochsteigen. Jetzt macht das gar nichts, jetzt macht es Drazan und der war gar nicht schlecht. Aber Georg Margreiter hat wieder Luft zum Atmen und hat nach wie vor die Lufthoheit. Die Austria hat in der ersten Hälfte fast 80% aller Kopfballduelle in diesem Derby gewonnen. Ein netter Versuch von Thomas John, aber der Einwurf geht natürlich an Rapid. Diesmal geht er an die Austria. Ivo Vastic versucht, das Spiel zu beschleunigen, aber Roman Kinast lässt sich darauf nicht ein. 12 Ballkontakte hatte Kinast in der ersten Hälfte. An welchen Austria-Stürmer erinnert mich das bloß? Burgstaller zieht hier mit Ansage das Foul, letztlich gefällt von Michael Lindl. Fall Nummer 20 im Spiel, so richtig brutales war eigentlich nur eines dabei und das gab es schon in der Anfangsphase. Der Übeltäter war der Marin Leowatz.
Naja, das Gelbfoul von Schimpelsberger war auch nicht ohne. Flanke gut. Und dann wieder so ein Risikoversuch, den Ball hier direkt zu nehmen. Trimmel mit dem etwas schwächeren linken Fuß. Da hätte er genügend Zeit gehabt, den Ball anzunehmen und mehr draus zu machen. Nochmals zum Genießen, die bisher beste Chance des Spiels. Und dann dieser Freistoß, wo alles mit Hofmann rechnet. Drahtzahn bringt den Ball zur Mitte, aber Georg Magreiter ist im Luftzweikampf einfach eine Bank in der Austria-Defensive. Rheinländer, würde sagen, ist Saarbrücken, Michael Schimpelsberger. Leowatz zieht da noch zurück, Schimpelsberger als Akrobat unterwegs und das hat letztlich doch wehgetan. Der Ansatz noch von Trimmel, aber bekommt den Einwurf nicht. Jetzt versucht Rapid ähnlich zu agieren wie die Austria in der ersten Hälfte, immer wieder mit dem weiten Pass nach vorne. Jetzt geht es mal kreativ, allerdings nicht weit mit Steffen Hofmann. Kontermöglichkeit, John. In den Lauf von Kienast. Klein ist mit. Kienast wartet auf Lindl, schon ist das Tempo wieder draußen, aber da gibt es noch die Möglichkeit für Leowatz. Schimpelsberger als Hindernis. Ganz schlechtes Zweikampfverhalten hier von Marin Leowatz, aber die Austria erobert den Ball zurück. Holland bleibt an Prager hängen. Von Suttner, schwache Hereingabe. Also wir hatten zwar einen richtigen Aufreger in dieser zweiten Hälfte durch diesen Trimmel-Kopfball und die starke Parade von Lindner. Aber viel besser geworden ist das Spiel im zweiten Durchgang auch nicht. Und so wird es auch nicht besser, Harry Pichler. Witzowastic nach wie vor stoisch, ruhig. Peter Schöttl mit Zweckoptimismus geht schon das Ganze in der Schranzhocke. Hast mal gezeigt, dass er auch technisch einiges drauf hat. Kein Wunder bei der Familiengeschichte. Onkel Reinhard hat ja 14 Profisaisonen für Grün und Weiß gespielt. Papa Wolfgang bei vielen Bundesliga-Clubs mit geländegängigen Haken berüchtigt. Trimmel auf den Knien, das ist das Startsignal für die medizinische Abteilung von Rapid. Und in diesem Laufduell hat der Doktor gegenüber Masseur Frey ganz klar die Nase vorne. Eigentlich ohne großes Fremdverschulden. Trimmel mit einem unglücklichen Ausfallschritt. Und dabei hat er sich den Knöchel wohl ein wenig überdreht.
Aber so Vereisungsspray macht auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch einen schmalen Fuß. Burgstaller läuft sich da die Sohlen wund. Kein einfaches Spiel für die Speerspitze von Rapid. Ganz schwierig war für ihn vor allem der Abschluss bei dieser guten Möglichkeit in Hälfte 1. Prager endlich mal mit einem gewonnenen Zweikampf, der Mannschaft auch einen gewissen Vorteil bringt. Hofmann auf Drahtzahn. Stürmerfaul und die ist nachvollziehbar. Da hat sich Burgstaller mit unfairen Mitteln einen Vorteil gegen Suttner verschafft. Danke für den Bildbeweis. Viel Bewegung mittlerweile bei den sogenannten Ergänzungsspielern. Aber es bleibt vorerst bei diesem einen Wechsel zu Beginn der zweiten Hälfte klein für Gorgon. Rapid hat immerhin noch den erfolgreichsten Saisontorschützen im Talon, Atenuio mit 6 Treffern. Da setzt sich klein mal gegen Katzer durch und schon ist die Chance für die Austria da. Aber Thomas Prager verhindert, dass Thomas Junda noch zum Abschluss kommt. Zum ersten Mal, dass sich Markus Katzer da richtig hat tippieren lassen. Hat ein gutes Auge von Prager und auch guter Einsatz. Jun war da schon bereit einzuschießen. Der Eckenversuch von Leowatz war eher bescheidener Natur. Vielleicht übernimmt auch deshalb Michael Lindl den nächsten Corner. Der kommt schon gefährlicher. Auch wenn er hinten in der Luft alles im Griff hat, vorne will es für Georg Margreiter in diesem Derby noch nicht so wirklich funktionieren. Jetzt bekommt er einen neuen Mitspieler. Zweiter Wechsel bei der Austria. Und Roman Kienast hat es überstanden. Kein Torschuss in gut 60 Minuten. 19 Ballkontakte, knapp negative Zweikampfbilanz. Er hat viel versucht, auf den Flügel auszuweichen, Bälle abzulegen. Es ist ihm sehr wenig gelungen. Und Dario Tadic hat immerhin in Frühjahrsspiel Nummer 1 gegen Ried als Joker den wohl entscheidenden zweiten Treffer der Austria zum 2:0-Sieg vorbereitet. Getroffen hat er in dieser Saison allerdings auch nur einmal und das liegt schon ziemlich weit zurück. Das war im September in Mattersburg. Etwas flüssigeres Kombinationsspiel der Austria, aber dann
wollte Holland da nur den Freistoß und den bekommt er meiner Meinung nach zu Recht nicht. Das habe ich Ihnen über Atenuio gerade erzählt. Der kommt gleich ins Spiel nämlich. Ja, billiger Ballgewinn da für Rapid. Häkkinen sehr billig den Ball wieder hergestellt. Der Finne gibt das Spielgerät an der Garderobe ab. Und was macht die Austria draus? Nichts. Meine Herren, muss Fußball schwer sein. Das ist die Holland-Geschichte, da springt er drüber. Häkkinen mit einem guten Tackling, richtige Entscheidung, kein Foul. Thomas Prager, der in den letzten Minuten eigentlich richtig gut in diese Partie gekommen ist, macht Platz für Atenuio. Gespannt, wie die taktische Ausrichtung von Rapid da aussehen wird. Aber da ist schon wieder dieser Florian Klein. Und dann Schimpelsberger, der konnte ja nicht ahnen, ob da noch ein Gegner in seinem Rücken gefährlich auftaucht mit der Sicherheitsvariante. Und das war auch gut so, denn hinter ihm kam ja noch einer. Also Klein hatte schon zwei gelungene Aktionen als rechter Flügel. Sein Vorgänger hatte eigentlich gar keine. Einwurf Rapid, auch wenn das Herrn Leowatz nicht so schmeckt. Das sieht ganz nach Doppelspitze jetzt bei Rapid aus. Spitzfindigkeiten an der Seitenlinie, aber auch die Entscheidung von Thomas Einwaller geht in Ordnung. Tja, aber wie schenke ich dem Gegner den Ball gleich mal zurück? So. Da hat Thomas Einwaller diesmal lange überlegt, ob er die Aktion von Klein als Foul wertet. Er wertet sie als solches und für die Kritik von Klein gibt es obendrauf noch Gelb. Das war lange Zeit ein Zweikampf eigentlich auf Augenhöhe. Natürlich trat es an der ballführende Spieler und dann lehnt sich Klein etwas zu weit in den Gegenspieler rein, also vertretbar. Aber dass er dann als Rumpelstilzchen auftritt, naja. So, wie war das mit Hofmanns Freistößen aus dem Halbfeld, die so gefährlich bis zum 5-Meter-Raum kommen? Der ging sogar über die Querlatte. Aber immerhin, Steffen Hofmann, auch wenn ihm wenig gelungen ist in diesem Derby, 10 Torschüsse von Rapid, an 9 davon war der Kapitän direkt beteiligt. 6 Vorlagen, 3-mal hat er selbst abgezogen. Dieser letzte Versuch hätte ja, denke ich, eher eine Vorlage werden sollen. Thomas Einwaller also in seiner letzten Bundesliga-Schiedsrichtersaison. Grund genug für unsere Kollegen aus der Talk und Tore Redaktion, ihm auch einen Gutteil der morgigen Sendung zu widmen. Natürlich auch die Derby-Protagonisten im Studio. Ich darf Ihnen das herzlich empfehlen. Das Ganze bei Sky Sport Austria. Burgstaller. Kommt da doch noch vorbei, würgt sich regelrecht an Markreiter vorbei, entgeht dem Foulspiel. Ja, dann hatte Drazan keinen Zentimeter mehr Platz, um die Flanke an Dilaber vorbeizubringen. K.
Katze hat etwas mehr Raum. Nützt den auch, da ist Nohio. Und das war ein Foulspiel von Häkkinen. Hat Thomas Schön offenbar nicht geahnt in seinem Rücken, hat ihn dann gesehen in einer Situation, als du als Puch 500 Pilot von einem Ferrari überholt wirst, und dann kann man sich natürlich auch mal schrecken. Kein Abseits. Jun. Er lässt sich verdammt viel Zeit und bringt den Ball dann nicht mehr konstruktiv zur Mitte. Jetzt kommt der Ball, allerdings nur bis zu Mario Sonnleitner. Peter Schöttl möchte nochmal wechseln. Nimmt jetzt noch knapp 70 Minuten Christopher Drazan runter und bringt Deni Ala. Und 31 Ballkontakte für Drazan, das sind die wenigsten aller Rapid-Feldspieler. Ihm sind diese Rochaden heute nicht wirklich bekommen. Deni Ala mit der Neustadt noch in der Startformation, soll also in den verbleibenden gut 20 Minuten mithelfen, Rapid hier noch zu einem Derby-Erfolg zu bringen. Da hat Schimpelsberger für meinen Geschmack doch etwas sehr heftig gearbeitet. Aber nicht für den Geschmack des Schiedsrichters. Und das ist das, was entscheidet. Da hält der Leowatz am Arm. Ja, also Freistoß Austria wäre hier keine ganz blöde Entscheidung gewesen. Ein Freistoß für Violett gibt es jetzt, und so bringt man den Gegner sofort wieder ins Spiel. Es ist unfassbar, was da heute alles auf dem Rasen des Ernst-Happel-Stadions passiert. Ja, wirklich wieder ein Abschluss. Froh zu sein bedarf es wenig. Selten traf dieser Ausspruch auf ein Fußballspiel so zu wie heute. Was sich die Austria da an leichtfertigen Ballverlusten, sogar bei ruhenden Bällen erlaubt, das ist schon unter jeder Kanone. Lindl macht in der Zwischenzeit Platz, und zwar für Tomasz Szymkowicz. Zweite Einwechslung für den Heimkehrer bei der Wiener Austria, der jetzt einen weiteren Freistoß bekommt. Leowatz bekommt keine neue Position. Szymkowicz, der ja auch den linken Flügel beackern kann, übernimmt 1:1 die Position von Lindl im zentralen Mittelfeld. Ist er der Ideengeber? Großes Fragezeichen. Wenn man die Kreativität der Austria im Offensivspiel als Schlüssel nimmt, dann tun die Abgänge von Parasit und Junuzovic doch immens weh. Da ist keiner, der das Spiel an sich reißt, der auch mal was Überraschendes in der Hinterhand hat. Das ist ein biederer, ergebnisorientierter Fußball. Das ist nicht die Austria, die im Herbst einige wirklich tolle Spiele abgeliefert hat. Aber das ist eine Austria, die ordentlich Geld kassiert hat bei den Transfers und die in dieser ausgeglichenen, wenn auch nicht gerade berauschenden Tipp 3 Bundesliga weiterhin vorne mit dabei ist, sofern sie heute dieses Derby nicht verliert. Leichter
Kniecheck da von Markus Heckemann. Zutner auf Jun. Ja, Bichler kompromisslos. Diese Kompromisslosigkeit verursacht tschechische Schmerzen. Ein seltsamer Luftzweikampf, denn Bichler hatte da zwar nur Augen für den Ball, hat ihn aber letztlich nicht so erwischt, wie er es gern gehabt hätte. Und Jun revanchiert sich, Respekt mit Fair Play, spielt den Ball zu Rapid zurück. Apropos Ball zurück. Also langsam wird dieses 300. Wiener Fußball-Derby eine Farce. Holland. Vielleicht jetzt mal. Holland auf Suttner. Er braucht Unterstützung, bekommt sie durch Leowatz. Die Flanke auch auf Verdacht. Katzer hat da gut rein verschoben und klärt. Wir gehen gleich in die letzte Viertelstunde dieses Spiels und das ist wohl gut so. Jetzt mache ich den Austria-Fans nochmal richtig Hoffnung. 10 Treffer hat Violett in dieser Saison schon in den letzten 15 Minuten einer Partie erzielt. Der Wirbel sorgt natürlich jetzt der Rapid-Anhang mit dem Einklatschen der Rapid-Viertelstunde. Nochmals zur Austria. Immerhin hat sie in Hälfte 2 einen dritten Torschuss zur Bilanz hinzugefügt, aber noch immer keinen Ball auf den Kasten von Lukas Königshofer gebracht. Die größte Gefahr war da wohl kurz vor der Pause diese abgerissene Dillawa-Flanke. Support zur Rapid-Viertelstunde. Hofmann Richtung Katzer. Da war nicht schlecht von Klein. Gutes Timing da von Sonnleitner. Und dann reklamieren die einen Handspiel, die anderen Strafstoß. Auf den ersten Blick sage ich, es war keines von beiden. Jetzt greift Thomas Einwaller doch nochmal zu Gelb. Thomas Schinkovic kam ins Spiel und schon mit Gelb belastet. So, nochmals zum Nachkontrollieren. Kein Handspiel von Leowatz, aber auch kein Strafstoß für die Austria. Thomas Einwaller hatte gute Sicht und hat richtig entschieden.
Und da hat Häkkinen ganz schlecht ausgesehen im Duell der beiden Sechser. Haaland, ja, dann verlässt ihn wieder mal der Mut, nicht zum ersten Mal. Ganz schlechte Entscheidung, dann wusste er nicht mehr wohin mit dem Ball und läuft sich fest. Ala. Auch hier wartet der Ballführende viel zu lange. Wenn die Austria jetzt schnell macht, gibt es eine Pattsituation da vorne, was die Anzahl der Spieler betrifft. Suttner zieht links auf. Da ist er auch schon, nicht im Abseits. Und jetzt muss er mir erklären, warum er den Ball hier nicht flach Richtung Dario Tadic gespielt hat. Wie mache ich eine vielversprechende Torschance schon im Ansatz kaputt? Zu Markus Suttners Ehrenrettung sei gesagt, der Mann mit den meisten Ballkontakten ligaweit in dieser Saison hat auch heute den Höchstwert. Darin konnte ihn nicht einmal die längere Behandlungspause, als sein Cut da mit Turban kaschiert wurde, hindern. Richtung Nuhiu, der natürlich eine Option für Kopfbälle da drinnen ist. Da gibt es wieder freundschaftliche Klapse. Nachdem Guido Burgstaller da etwas unsanft in Heinz Lindner in dessen Torraum hineingekracht ist. Manuel Ortlechner als Kapitän, auch gleich als Redelsführer. Für beide gibt es Gelb. Jetzt aufgepasst auf Burgstaller, der da auch knapp dran am Abseits war. Und dann dieser Körpereinsatz gegen Heinz Lindner war nicht notwendig. Allerdings dann die Reaktion von Ortlechner auch etwas übertrieben. Magreiter auch noch dabei. Rudelbildung ohne Wölfe. Die treten erst wieder ab dem 3. März in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich in Aktion. Inklusive Nachspielzeit, die wird es im Gegensatz zur ersten Hälfte in dieser zweiten wohl geben, noch etwas mehr als 10 Minuten zu spielen. Sehen wir es positiv, beide Teams möchten dieses Spiel noch gewinnen, zeigen zumindest Ansätze. Und jetzt nimmt Peter Schöttl eine der größten Schwachstellen des zweiten Durchgangs runter. Markus Häkkinen in einem schwachen Derby noch einer der schwächsten. Stefan Kulowitz übernimmt seine Position. Und das heißt, Steffen Hofmann wird im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in dieser Saison, auch im Gegensatz zum ersten Derby hier im Happelstadion, mal durchspielen. Elfmal wurde der Rapid-Kapitän von Peter Schöttl schon vorzeitig runtergenommen. Naja, dann nochmals diese Situation. Schimpelsberger hat zwar mit dem Ball nicht viel am Hut, aber hier Strafstoß zu pfeifen wäre wohl übertrieben. Das wäre wohl auch irgendwie bezeichnend, würde dieses Derby durch so eine Entscheidung entschieden. Also James Holland hat ja zumindest die Gestik von Thomas Einwaller
kapiert. Mit dem Deutsch tut sich der Australier ja noch etwas schwer. Wen wundert's? Eigentlich ein Torhüterball, aber da braucht Heinz Lindner gar nicht mehr einzugreifen. Der Pfiff war schon da, der Körperkontakt dann allerdings auch wieder und diesmal nach dem Pfiff. Ja, aber da kein Vorwurf an Atenohio, der hat nur Augen für den Ball und für sonst gar nichts in dieser Situation. Absoluter Energieanfall, der Ball ist noch im Spiel, allerdings nicht mehr im Besitz der Austria. Oh, da arbeitet nur hier mit beiden Händen. Kulowitz, das hat er elegant gelöst. Burgstaller. Und das Ganze nochmal von ganz hinten bitte, meine Herren, über Sandleitner und Schimpelsberger. Hofmann. Ja, in seinen besten Zeiten wäre er da wohl mit dem Ball am Fuß in den Strafraum rein marschiert. Liebe Fußballfreunde, wenn Sie bis jetzt durchgehalten haben, dann sind Sie ausgesprochen tapfer. Wenn Sie bis zum Schluss durchhalten, dann ziehe ich meinen imaginären Hut. Und hoffentlich hat Peter Schöttl morgen keinen Muskelkater in den Oberschenkeln. Voilà, Slalom. Mit Glück nicht eingefädelt bei Ort Lechner. Nohio. Und da ist die Chance. 86 Minuten, dieses Derby könnte entschieden sein, wenn Christopher Trimmel den Ball hier zumindest aufs Tor bringt. Nur hier eigentlich kein Flankenspezialist, aber die Hereingabe war nahezu perfekt. Trimmel hat weit und breit keinen Gegenspieler und schafft es nicht, den Kopfball aufs Tor von Heinz Lindner zu setzen. Einen tollen Kopfball hatte er kurz nach der Pause, den der Austria-Goalie entschärft hat. War das der Matchball? Peter Schöttl sieht es wohl so. Bekommt Holland den Freistoß, das war sein dritter Versuch
Allerdings auch der, der am weitesten vom Tor weg war, und die Entscheidung ist richtig. Da war Kulowitz etwas zu resolut, aber der hat noch jede Menge Kraft. Der ist erst kurz im Spiel. Und die Chance auf eine Chance nach einem ruhenden Ball, diesmal auf der anderen Seite. Schinkovic, oh, der kommt scharf, trotzdem mit viel Effet. Und dann aus dem Hintergrund endlich mal auch ein Distanzschuss. Der Austria hat ausgerechnet Florian Klein auf einer für ihn sehr ungewohnten Position, der Halblinks. Und jetzt weiß Lukas Königshofer endlich, warum er da heute überhaupt mitspielt. Das war der erste Austria-Schuss aufs gegnerische Tor. Gut 88 Minuten hat es gedauert. Die Entscheidung will er so nicht wirklich stehen lassen. Und wenn wir schon dabei sind, dass Steffen Hofmann heute durchspielt, auch Thomas Jun wird das. Warum erzähle ich Ihnen das? Der ist mit 14 Auswechslungen in dieser Saison die Nummer 1 der Liga, Burgstaller. Das meinte ich, mit dem Ball am Fuß reingehen. Burgstaller will den Elfer, aber auch da sage ich auf den ersten Blick richtig entschieden, kein Strafstoß. Zur Kontrolle. Nein, nie und nimmer. In der zweiten Hälfte mit Vollpfiffen noch mal richtig krachen, allerdings keine entscheidenden. Und es gibt Nachspielzeit, es gibt 2 Minuten und dann haben wir es alle miteinander überstanden. Also da hätte sich ein Vollpfiff vielleicht doch angeboten, so wie Ort Lechner in diesen Luftzweikampf reingegangen ist. Den Pfiff gab es nicht. Suttner noch mal auf Verdacht nach vorne. Kulowitz. Noch mal Richtung Luio. Da ist wieder Markreiter, der abräumt. Für mich der beste Austria-Akteur in diesem Derby. Da ist er schon wieder. So, da sollen wir hier wieder regelwidrig gearbeitet haben. Da bin ich mir nicht so 100%ig sicher. Abseits war er auf keinen Fall. Ja, dann ist da zwar Körperkontakt mit Georg Markreiter, aber denke nicht, dass das regelwidrig war. Holland, diesmal geht er nicht zu Boden. Wäre der Pass angekommen, wäre Tadic wohl im Abseits gestanden. Thomas Einwaller blickt auf seinen Chronometer und macht diesem 300. Derby ein Ende. Und das, was Sie jetzt hören, liebe Zuschauer, charakterisiert dieses Fußballspiel wohl am besten.
Das heutige Spiel eingeschlossen hat Rapid 4 der vergangenen 5 Bundesliga-Partien zu 0 gespielt. Rapid hatte die besseren Tormöglichkeiten, keine Frage. Die Austria hatte praktisch keine wirkliche. Rapid hat die erste Hälfte dominiert, war in der zweiten Hälfte phasenweise von der Rolle. Da hatte ich den Eindruck, die Austria macht ernst. Florian Klein hat auf dem rechten Flügel wesentlich mehr Betrieb gemacht als seine Vorgänger in der ersten Hälfte, sei es Gorgon, sei es Leowatz gewesen. Alles in allem offensiv eine sehr überschaubare Vorstellung der Herren in Violett. Preis sind 26 Euro. Allerdings gilt das auch letztlich für die Mannschaft von Peter Schöttl, die zwei wirklich ganz tolle Tormöglichkeiten herausgearbeitet hat. Insgesamt waren es eigentlich 3, 2 von Trimmel, eine in der ersten Hälfte durch Burgstaller, aber eben das Tor nicht gemacht hat. So bleibt es bei einem 2-Punkte-Vorsprung von Grün auf Violett in der Tabelle. Ein 0-0, dessen Zahlen eigentlich größtenteils für Rapid sprechen. 14:4 Torschüsse, wie erwähnt, der einzige wirkliche aufs Tor von Lukas Königshofer, einer von Florian Klein in der Schlussphase, Mitte Tor. Die Austria hat in der zweiten Hälfte die Ballbesitzstatistik gekippt, hat am Ende hier einen knappen Vorteil, hatte schon über das gesamte Spiel die besseren Zweikampfwerte, aber nur Zweikämpfe und kein Spiel, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Schluss für mich, der Rapid-Kapitän bei Roland Streinz. Ja, Steffen Hofmann, wieso steht am Ende die Null und zwar auf beiden Seiten? Ja, ich denke, es waren sehr, sehr wenig Torschüsse da in dem Spiel. Beide Mannschaften. Ich glaube, erste Halbzeit, besonders der Austria, ist sehr tief gestanden. Wir sind da eigentlich fast nicht durchgekommen. Durch Standards haben wir immer wieder Möglichkeiten gehabt. In zweiter Halbzeit ist es dann ein bisschen mehr hin und her gegangen. Und ja, wir haben zum Schluss eine ganz große Chance gehabt. Und die Dinge machen wir halt nicht rein, sonst wären wir schon viel weiter vorne. Insgesamt zufriedenstellend, dass es ein Punkt geworden ist oder doch ein wenig ärgerlich, dass das Visier nicht schon früher aufgemacht worden ist? Ich weiß nicht, wieso wir zufrieden sein sollen. Wir sind Erster. Wir wissen alle, dass in der Öffentlichkeit wir im Moment nur schlecht geredet werden. Die Austria spielt einen überragenden Fußball angeblich. Ja, es ist halt so. Aber wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben auch gute Möglichkeiten gehabt und haben es leider nicht geschafft. Ja, so schlecht wird der Rapid gar nicht geredet. Immerhin an der Tabellenspitze. Überwintert, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Jetzt haben die Rieder heute auch nicht gewonnen. Man bleibt oben mit dem 2-Punkte-Vorsprung. Kann man sich auch so irgendwie zum Meistertitel, wenn man so will, wursteln? Ja, wir wursteln uns nur angeblich. Keiner versteht, warum wir Erster sind. Dann wursteln wir uns halt besser wie die anderen. Und wenn wir am Ende oben stehen oder unser Ziel erreicht haben, dann haben wir das wahrscheinlich sehr glücklich gemacht und haben uns durchgewurschtelt. Aber Sie sind heute spielerisch, auch taktisch mit der Leistung zufrieden mit Rapid? Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wir haben spielerisch nicht gut gespielt, taktisch sehr diszipliniert, haben kaum eine Chance zugelassen. Das war in Ordnung, aber spielerisch, ja, es steckt mehr Potenzial in der Mannschaft und da muss mehr kommen. Rapid bleibt vorne 2 Punkte dahinter jetzt. Die Austria Ried rutscht auf Platz 3 zurück, Salzburg und Sturm morgen im Einsatz. Die Admira verliert in Innsbruck und hinten jetzt Mattersburg mit 10 Punkten Vorsprung auf Tabellenschlusslicht. Kapfenberg, die allerdings mit 2 Spielen weniger. Also. Und das war hier auch kaum zu übersehen. Das 300. Wiener Derby wird wohl nur wegen dieser Jubiläumszahl in die Geschichte des österreichischen Fußballs eingehen. Denn das Feuer hat bei beiden Teams weitgehend
gefehlt. Rapid versucht zu Spielbeginn mit viel Pressing, versucht die Austria unter Druck zu setzen. Hier kommt Burgstaller zu spät. Heinz Lindner kann den Ball fassen. Die Austria, wie auch Rapid, in vielen Situationen nur bei Standards gefährlich. Aber die Austria kann sich schon nach 7-8 Minuten aus der Umklammerung durch die Rapidler ein wenig befreien. Der Ball kommt zurück zu Heinz Lindner, dessen weiter Abschlag. Die Austria versucht in der ersten Hälfte Rapid ein wenig durcheinander zu bringen mit rochierenden Außenspielern. Genau das macht aber Rapid auch. Aber dieser Mann, ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler, Thomas Prager, mit einem Schuss, der schief geht. Völlig schief gegangen ist dann diese Aktion von Guido Burgstaller unmittelbar vor der Pause. Per Zufall kommt der Ball zum Kärntner und der haut so richtig daneben, dass es den Rapid-Fans wehgetan hat hier im weiten Rund des Ernst-Happel-Stadions. Das waren die mageren Höhepunkte der ersten Spielhälfte. Das hat wohl auch Teamchef Marcel Koller so gesehen. Ivica Vastic hat reagiert und hat dann Florian Klein gebracht. Die erste gute Möglichkeit nach der Pause. Was sage ich eigentlich überhaupt in diesem Spiel? Hatte Christopher Trimmel gut eingesetzt von Kapitän Steffen Hofmann. Auch der Kopfball mit dem Hinterkopf völlig in Ordnung. Aber Heinz Lindner behält den Überblick und hält auch den Ball, hier die Einwechslung von Florian Klein. Beide Trainer versuchen dann mit zahlreichen Einwechslungen austauschen, die Mannschaften umzukrempeln, Akzente zu setzen. Das gelingt auch nicht wirklich. Klein zumindest hier mit dieser Hereingabe Richtung Thomas Jun, aber Thomas Prager hatte etwas dagegen. Strafraumszenen sind Mangelware. Über einige wurde diskutiert, unter anderem auch über dieses Duell Schimpelsberger gegen Leowatz. Aber zum einen läuft ein Baller ganz in der Nähe und zum anderen kann auch ich kein wirkliches Foul von Schimpelsberger an Leowatz feststellen. Eine Berührung gab es schon, aber Leowatz wollte auch unbedingt einen Strafstoß aus Sicht von mir zu wenig. Markus Suttner, der Mann mit dem Turban, dann mit einem Vorstoß, aber es wurde kein Torschuss draus und auch keine Flanke für den eingewechselten Tadic. Daher auch hier die Aktion nicht von Erfolg gekrönt. Rapid setzt in der Schlussphase auf die eingewechselten Spieler und auf Konter. Deni Ala, genauso neu wie Ate Nuhiu. 86. Minute. Nuhiu schaut auf, sieht den völlig freien Christopher Trimmel und der bringt den Ball nicht im Tor der Austria unter. Es ist zum Haare raufen für Schöttl und für Trimmel. Umgekehrte Welt in der Offensive der Rapidler. Normalerweise flankt Trimmel und Nuhiu versucht zu verwerten. Hier ist es umgekehrt und der Ball von Trimmel streichelt die Oberkante der Latte. Aber Rapid versucht es dann in der Nachspielzeit noch einmal. Guido Burgstaller aber mit untauglichen Mitteln versucht hier mit einer Schwalbe einen Elfmeter herauszuholen. Dilawa und Holland sind die Gegenspieler. Schwalbe ist übertrieben. Eine Berührung gab es schon, aber Burgstaller wollte unbedingt hier in der Nachspielzeit noch den Paukenschlag setzen. So blieb es beim 0:0. Ivica Vastic und Peter Schöttl wissen, dieses Derby wird nicht unbedingt eines sein, über das lange geredet wird. Aber Rapid schon seit 11 Jahren, also weiterhin sieglos im Ernst-Happel-Stadion, bleibt aber unbesiegt, schon zum 11. Mal hintereinander in dieser Saison und bleibt an der Tabellenspitze. Ja, und hier nochmals die Fakten zu diesem 300. Derby, das also torlos endet. Übrigens das Ergebnis, das es am öftersten gegeben hat. Ich glaube jetzt zum 77. Mal ein 0:0 in der Derby-Geschichte zwischen den beiden Teams. Wir halten also fest, Rapid mit deutlich mehr Schüssen, auch aufs Tor, waren eben die gefährlicheren von Rapid. Insgesamt ansonsten die Statistik, Georg Zellhofer, eher ausgeglichen. Interessant ist vielleicht, das muss man schon festhalten, nur 4 Torschüsse der Wiener Austria. In der Sky-Datenbank hat es nur ein Spiel gegeben, in denen die Austria weniger oft aufs Tor geschossen hat. Und das war im Jahr 2007 bei einem Spiel in Salzburg. Das heißt, seit über 10 Jahren gab es noch nie so wenige Torschüsse der Wiener Austria in einem Bundesligaspiel. Noch einmal, ich bleibe dabei. Also Rapid war
bemüht, hätte sich meiner Meinung nach den Sieg heute verdient. Mit etwas Glück wäre es auch geschehen. Gegenüber von Wiener Neustadt eine, für mich doch eine klare Steigerung. Und bei der Austria war es heute für mich umgekehrt. Gegenüber dem Spiel von Ried war es keine Steigerung. Eher einige Spieler waren heute nicht vorhanden. Wenn man wirklich sagen kann, dass einzig allein die Abwehr, die Defensive inklusive Tormann Heinz Lindner gut gestanden ist. Und das muss man festhalten. Die Austria unter Ivica Vastić, zwei Spiele, kein Gegentor. Kein Gegentor, bleibe ich dabei. Die Defensive war okay. Margreiter, Ortlechner, wirklich zweikampfstark, solid hinten. Auch Dillerwa hat die Sache gut gemacht, auch die linke Seite. Tormann Heinz Lindner fehlerlos, der eine Ball vom Standard, vom Kopfball von Dremel hervorragend gehalten. Aber spielerisch für die Austria viel zu wenig. Ja, halten wir auch fest. Das werden wahrscheinlich die Austrianer selbst auch so sehen. Bevor wir Stimmen weitere hören, nämlich von den beiden Trainern. Zwei Szenen, die wir hier mit Georg Zellhofer analysieren möchten, nämlich zwei Strafraumszenen in der zweiten Spielhälfte. Zunächst ein Duell zwischen Schimpelsberg und Kovac. Da war Rapid schon einmal unsicher in der Situation im Strafraum. Und dann kommt der Schimpelsberger zu spät, berührt nicht den Ball, berührt Leovac. Für Schiedsrichter Einwaller kein Strafstoß. Ja, er berührt ihn. Aber nicht voll und dann auch, ich denke auch, dass dann Leovac zu schnell den Bodenkontakt sucht. Er sucht den Elfmeter. Aber andererseits, und regeltechnisch? Regeltechnisch wäre es, wenn er ihn gibt, auch gedeckt gewesen. Also er trifft das Sportgerät nicht. Sportkollege Schimpelsberger war etwas überrascht hier. Aber wenn er auf den Elfmeter zeigt, okay, kann es passieren, dann wäre es eigentlich kann man geben, aber ich glaube trotzdem im Großen und Ganzen war es die richtige Entscheidung. Weil Schiedsrichter Einwaller insgesamt das Spiel recht zügig laufen ließ. Und das hat er vielleicht auch in der Szene in der Schlussminute so gesehen, als Burgstaller sich in den Strafraum getankt hat. Auch er lässt sich dann schnell fallen. Aber auch da war ein Kontakt von Dillerwa gegeben. Der Kontakt war da, aber hier muss man sehen, dass Dillerwa wirklich sehr vorsichtig attackiert, eigentlich die Hände auf die Seite gibt, einen kleinen Schritt sogar noch zurück macht, das sieht man jetzt hier, wo er weggeht, die Hände sind weg und hier sucht auch der Spieler den Körperkontakt und für mich die gleiche richtige Entscheidung. Ja, aber wenn Strafstoß, dann eher die erste Aktion? Wenn, dann eher die erste Situation, richtig. Wollen wir zunächst Ivica Vastić hören. Bei seinem ersten Derby, also kein Gegentor, aber auch keines geschossen, macht also einen Punkt für den neuen Austria-Trainer. Ja, 0:0 hier im Ernst-Happel-Stadion im Wiener Derby. Ivo, was bleibt denn von diesem 300. Jubiläums-Derby? Naja, was bleibt da? Wir wollten ungeschlagen von da nach Hause fahren. Das ist das Erste, das ist gelungen. Wenn wir jetzt Spielverlauf sehen, abgesehen von der Chance von Trimmeltor auf der zweiten Stange, ich glaube, war auch mehr drin aufgrund der zweiten Halbzeit, dass wir da gespielt haben, weil da haben wir Rapid nichts zugelassen eigentlich und wir haben schon eine oder andere gute Möglichkeit vorne gehabt. Das heißt, sind Sie jetzt zufrieden oder nicht zufrieden mit dem Punkt? Ja, zufrieden schon mit dem Punkt, aber war auf jeden Fall mehr drin. Letzte Woche wurde Ihr Team gelobt, weil so vieles funktioniert hat, weil es eine gute Vorstellung war. Heute hat es nicht so gut funktioniert. Sie haben dann auch einige Wechsel vorgenommen. Wo steht denn die Austria jetzt unter Ivo Vastić? Wie gut ist sie? Was kann sie? Na, ich glaube schon, dass das heute sehr gut funktioniert hat. Wir haben Rapid nicht viel zugelassen. Es haben wir Gefühl nicht gehabt, dass die zu Hause spielen, zweite Halbzeit. Am Anfang waren sie noch aggressiv. Wir haben ein bisschen gebraucht, dass wir ins Spiel kommen. Aber jeder Spiel länger gedauert hat, desto mehr haben wir auch dieses Spiel unter Kontrolle gehabt. Und von daher bin ich sehr zufrieden. Da gibt es einige Spieler noch in der Mannschaft, die nicht viel Spielpraxis auch haben. Und auf jeden Fall sehe ich auch nach oben Potenzial. Es gab hüben wie drüben eine Elfmetersituation, die wir uns auch angesehen haben. Wie ist Ihre Einschätzung? Leovac gegen Schimpelsberger und die Situation mit Burgstaller auf der anderen Seite? Ja, wenn wir sehen, auf der anderen Seite, der Burgstaller geht schon vorher am Boden, wollte diese Elfmeter haben, aber unsere beiden Verteidiger sind auseinandergegangen und eigentlich keiner hat ihn gehalten. Von daher würde ich sagen, war kein Elfmeter. Auf der anderen Seite die Situation, Schimpelsberger trifft keinen Ball, trifft der Mann am Bauch und in 16 Meter, wo der hat freie Bahn. Und von dieser Seite ist er für mich ein klarer Elfmeter. Jetzt haben wir vor dem Spiel gesprochen, so ein Derby zu erleben als Spieler und als Trainer, ob das anders ist vor dem Spiel. Haben Sie gemeint, das kann ich noch nicht sagen. Jetzt frage ich Sie nach dem Spiel nochmal, wie war es? Denkt man da an andere Dinge, fühlt man ganz anders mit oder ist es einfach ein Derby?
Na, das ist schon schön. Das ist schon schön, auch wenn man ungeschlagen bleibt, auf jeden Fall. Wir wollten mehr, ich wollte auch selber mehr, dass wir vielleicht heute eine oder andere Chance machen. War die Möglichkeit da vom Gefühl her, war für mich auch schön auf der Seite. Ich war auch nicht mit allen Schiedsrichter-Szene sehr ruhig, habe ich gesehen. Einverstanden, aber muss ich auch zur Kenntnis nehmen. Und von daher war in Ordnung, würde ich sagen. Dankeschön. Bitteschön. Also die Derby-Premiere ist geglückt für Ivica Vastić und in seinem zweiten Spiel bleibt er ungeschlagen und auch ohne Gegentreffer der neue Austria-Trainer. Über die Austria haben wir also jetzt schon sehr intensiv gesprochen. Für Georg Zellhofer war Rapid die bessere Mannschaft, aber Fakt ist, auch wenn Rapid seit 11 Ligaspielen ungeschlagen ist, man hat im heurigen Jahr in 2 Spielen noch kein Tor erzielt und man ist in 4 der letzten 5 Spiele ohne Torerfolg geblieben. Ist das das Hauptproblem? Die Chancenverwertung, aber auch die Chancenerarbeitung? Sieht's aus. Also ich glaube, es war eine deutliche Steigerung gegenüber von Wiener Neustadt. Da solche Torchancen muss man nützen. Das ist eben dann die Sache, wo man diese Partien entscheiden kann. Er hat Spieler, die eigentlich sehr gut sind auf den Außenbahnen, wirklich torgefährliche Spieler, schnelle Spieler, ein Drahtzahn, ein Dremel, genauso Burgstaller. Ich bleibe dabei, trotzdem, es ist vielleicht eine subjektive Meinung. Burgstaller ist für mich keine Solospitze alleine, ist ein sehr guter Spieler, gefällt mir über die Seite besser, eine Art Nihu vielleicht vorne oder in diese Richtung, hat man auch gesehen, ein großer Spieler kann die Bälle sichern, dann sind sie gefährlich geworden. Also ich glaube, dass sich der Lange mal vielleicht eine Chance verdient hätte. Stehen nicht alleine da. Hans Krankl hätte ohnehin gerne, dass mit 2 Stürmern gespielt wird. Hans Krankl spielt immer mit 2 Spitzen. Ja, und Guido Burgstaller ist natürlich auch für Hans Krankl kein Stürmer, aber das ist dann eine Diskussion, die sich wahrscheinlich, natürlich, solange es keinen Erfolg gibt, ziehen wird. Aber hören wir am besten hinein, was Peter Schöttl zum Spiel und vielleicht auch zu dieser Thematik zu sagen hat bei Raffaella Petze. Ja, seit 15 Derbys gab es keine Nullnummer mehr. Heute ist es dann tatsächlich passiert, ein 0:0. Peter Schöttl, wie sieht es mit Ihrer Gemütslage nach diesen 90 Minuten aus? Ja, es war natürlich kein gutes Spiel, das haben alle gesehen. Ich war sehr optimistisch vor dem Spiel. Denke auch, dass wir erste Hälfte viel mehr versucht haben, für das Spiel zu tun. Die Austria hat sehr tief verteidigt und hat eigentlich nur auf unsere Fehler gewartet. Und wir haben keine Lösungen gefunden. Dann sind natürlich nach einiger Zeit die unvermeidlichen Pfiffe gekommen. Das ist dann so ein Teufelskreis. Ich weiß nicht, wer was da vorher ist. Die schlechten Pässe meiner Spieler oder die Pfiffe. Auf alle Fälle sind wir dann unsicherer geworden. Zweite Hälfte hat die Austria aus meiner Sicht ein bisschen mehr gemacht fürs Spiel. Schlussendlich haben wir den großen Match beim Schluss gehabt und haben heute wieder nicht die 3 Punkte geschafft. Ja, ich habe Sie noch nie so unzufrieden eigentlich über 90 Minuten gesehen, sehr gehadert. Was hat Sie am meisten gestört? Ja, dass die Austria heute absolut schlagbar gewesen wäre. Denke auch, dass das 0-0 auch irgendwo den Leistungen entspricht. Aber wenn einer den Sieg ein bisschen mehr verdient hätte, dann waren es wir. Und kann man nur wiederholen. Wir haben nicht gut gespielt, aber so kurz nach dem Spiel kann ich mir nicht erklären, warum. Jetzt haben wir uns die 2 Elfmetersituationen auf beiden Seiten angesehen. Wie bewerten Sie die beiden? Also die muss man beide nicht geben, aus meiner Sicht. Und sonst haben Sie sich benachteiligt gefühlt oder zumindest ein Ungleichgewicht bei den Foulpfiffen gesehen? Über Leowatz haben Sie sich ein paar Mal aufgeregt, dass der gefoult hat und im Gegenzug hat Schimpelsberger dann auch gelb gekommen, der im nächsten Spiel gegen Sturm fällt. Ja, na, mit Leowatz war es lustig, weil der hat zuerst rechts gespielt, hat er 2-3 Fouls gemacht, dann links hat er wieder 2-3 Fouls gemacht. Habe ich mich halt geärgert, aber das gehört zum Spiel dazu, an und für sich. Sind das die kleinsten Probleme? Also wir, ja, bin ein bisschen enttäuscht über das Spiel an und für sich und auch, dass es uns nicht gelungen ist, diese Austria heute zu schlagen, das wäre absolut drin gewesen. Dankeschön. Bitte. Tja, bei Peter Schöttl hört man den Frust ein wenig heraus, hätte also ganz gerne in seinem dritten Derby den ersten Dreier für Rapid geholt. Jetzt wartet Sturm nächste Woche, die Austria spielt zu Hause gegen Kapfenberg. Für wen, glauben Sie, ist die nächste Aufgabe angenehm, unter Anführungszeichen? Es wird für beide Mannschaften wieder schwierig werden. Ich denke, Kapfenberg wird bei der Austria tief stehen, verteidigen mit Mann und Maus. Austria neue Mannschaft kennen wir nicht. Neue Mannschaft muss man warten. Sie haben bis jetzt keine Spielpraxis. Also alle Spiele wurden abgesagt. Und auch noch einmal, so gegen Sturm ist nie einfach spielen. Ja, das wird wohl auch morgen schon Salzburg zu spüren bekommen. Also